Zum einen, er ist super selten verletzt. Ja. Zum anderen, er ist auch kein Spieler, das weißt du selbst auch, der Pausen haben möchte. Nee, also Lewandowski möchte spielen. Das eint ihn übrigens mit Aubameyang. Und am besten von der ersten bis zur 95. Minute. Das könnte er in der 94. noch einen Eckball geben oder eine Torschance. Ja. Das heißt, wenn du den ersetzen möchtest oder ein Backup für den haben möchtest, dann brauchst du einen Spieler, der A, die Qualität mitbringt und B, keine Ansprüche stellt. Und C, der dann aber auch funktioniert, wenn man ihn dann mal braucht. Ich habe eine charmante Idee, ganz kurz. Stefan Kießling, ist das eine charmante Idee, so ein neuer Pizarro? Du hast mit ihm zusammengespielt. Ja, ich habe mit ihm zusammengespielt. Kennt Jupp Heynckes ja auch ganz gut. Klar, also der nicht muckt, wenn er auf der Bank sitzt, der Leistung bringt. Spielt er jetzt auch nicht, ne? Ja, er spielt jetzt nicht, ich weiß, dass Jupp Heynckes eine hohe Meinung immer noch von ihm hat. Also wäre aber überrascht, das muss man sagen. Aber also, das ist natürlich so eine Lösung. Aber klar, sowas, also, sowas musst du irgendwie kreieren. Irgendwie ja, sowas hattest du mit Pizarro, aber der ist jetzt 40 fast. Da hatten sie ja drei Mittelstürmer beim Dribbeln. Ne? Mandzukic war Nummer 1, Gomez Nummer 2, stell dir vor, Pizarro der beste Fußballer als Mittelstürmer, Nummer 3. Also ich glaube, Kießling wird sein. Er kommt wieder nach Bayern zurück. Also er ist ja Franke. Fast so ein bisschen, er ist ja Franke. Ja, genau. Das wäre ideal. Weil der ist, wie alt ist er? 34, aber der Rücken. Ne? Ja, das haben wir alle so mittlerweile. Jetzt alles geliefert. Dann wollen wir mal schauen.